schon mal vorweg. Unser Speaker, der jetzt eigentlich den Social Media Part übernommen hätte, also Social Media Marketing, ist leider kurzfristig gestern ausgefallen, Corona-bedingt. Deshalb mussten wir das Programm jetzt ein kleines bisschen anders gestalten und haben die Präsentation mit dem Image Sizer vorgezogen. Danach kommt Ionos wie gewohnt und ganz am Ende haben wir das Ganze nochmal gefüllt, die halbe Stunde, mit einem Vortrag über die JUG, die Joomla User Group im Kreis FFM. Die letzten Jahre gab es halt leider keine Treffen von der JUG aufgrund von Corona. Aber das sollte sich jetzt in Zukunft nochmal ändern und falls euch das interessiert oder ihr aus dem Kreis kommt, wäre das Ganze der letzte Part in anderthalb Stunden so ungefähr. Genau, um uns jetzt erstmal vorzustellen, dass ihr überhaupt wisst, wer hier überhaupt spricht. mein Name ist Matthias Löschmann, ich bin Webdeveloper bei der Redim GmbH. Zu meiner Linken ist Sarah, also Sarah Jane Brinkmann, ist Hallo. Unsere Webdesignerin und die erste Anlaufstelle, wenn das Design auch passen soll. Ja, genau. Also, heute geht es darum, dass wir die verschiedenen Bildformate, deren Vor- und Nachteile präsentieren werden, sowie auch natürlich den Image-Sizer, um den es sich handelt. Genau, und einige von euch kennen eventuell bereits den Image-Sizer, den gibt es schon seit Joomla 2.5, eigentlich fast so lange, wie es Redim auch schon gibt. Ja, genau. Und genau, wir hatten eigentlich überhaupt nicht geplant, den Image Sizer für Joomla 4 zu entwickeln. Den gab es für Joomla 3 eine gute lange Zeit mit auch guten Downloadzahlen. Aber die Nachfrage in unserem Postfach wurde halt so groß, dass wir jetzt doch uns überlegt hatten, beziehungsweise jetzt trotzdem in die Umsetzung gegangen sind, den Image Sizer für Joomla 4 zu entwickeln. Genau, und der Plan für die heutige Präsentation ist der folgende Ablauf. Erstmal geht es einfach um die Image Sizer Facts und dann gehen wir über zu All About the Image Sizer. Danach sprechen wir kurz über Bilder im Web und woran wir gerade entwickeln und dann natürlich, was wird noch kommen. Genau, und das Schlusswort am Ende. Dann gehen wir direkt mal rüber zu den Image Sizer Facts. Der Image Sizer besteht insgesamt standardgemäß aus 22 Lightbox-Skripten. Was bedeutet, die funktionieren anders, die animieren anders oder sehen auch komplett anders aus. Es gibt ebenfalls die Möglichkeit, weitere Lightboxen einzubauen bzw. zu erweitern. Das ist zum Beispiel interessant für Agenturen, Freelancer oder so, die halt ein eigenes Lightbox-Design haben und das auch implementieren wollen. Ist es natürlich hier auch problemlos möglich beim Image Sizer. Der Image Sizer erstellt automatisch Thumbnails, was so viel bedeutet, das Bild, naja gut, der Endnutzer lädt ein Bild von seinem iPhone am besten hoch, von irgendeiner Kirche. Bild sieht bestimmt gut aus, ist aber auch ziemlich groß, ist es nicht gerade optimal im Web, wenn ein Bild um die 3 MB oder sowas groß ist. Der Image Sizer kümmert sich hier dann auch im Hintergrund darum, dass die Thumbs generiert werden, also eine kleinere Bilddatei generiert wird und auch eine Maximalgröße gesetzt wird. Das bedeutet, das Bild wird von 4 MB auch runter gerendert. Ansonsten, der FAMS-Ordner kann auch selbst gewählt werden. Der FAMS-Ordner ist standardgemäß nicht im Images-Ordner drin, wie es eigentlich bei Bildern ist. Kann man im Plugin dann einstellen, wie der Ordner heißen soll, wenn man es braucht. Standardgemäß ist es FAMS. Genau, Bilder können beim Upload automatisch auch optimiert werden. Das bedeutet, der Endnutzer lädt halt sein Bild hoch von 3 MB und der Image Sizer kümmert sich dann auch automatisch um die Komprimierung. Da kommen wir dann auch gleich zu der TinyPNG-Schnittstelle. Die ist optional, man bräuchte einen API-Key dafür, dass die Bilder dann auch noch zu TinyPNG rübergefunkt werden, das ganze Bild dann dort auch verkleinert wird und auf dem Webserver dann halt optimal gespeichert wird. Ansonsten, beim Joomla Medium Manager wird ebenfalls der FAMS-Ordner mit angezeigt. Bedeutet, darauf hat man dann auch Zugriff und braucht nicht zwingend einen FTP-Zugang, um darauf überhaupt zugreifen zu können. Und yes. Ansonsten, wir haben beim Image Sizer 3 die FAMS so generiert, dass der Bilddateiname zu einem Hash geändert wurde. Machen andere Lightbox-Skripte zum Beispiel auch. Beim Image Sizer für Joomla 4 haben wir uns dazu jetzt entschieden, dass wir als Suffix bloß hinzufügen, also die Bildgröße hinzufügen,
Stellen wir uns das vor, der Pump ist 250 mal 250 Pixel. Ja. Steht es halt hinten dran und der Bildname geht nicht verloren. Genau, dann würde ich euch drei Lightboxen einmal zeigen, die sich ein bisschen unterscheiden, dass man so einen kleinen Einblick darüber gewinnt und es nicht so trocken einfach runtergesprochen wird. Die erste Lightbox, das ist die Standard-Lightbox, ist Fresco. Na gut, faded ein. Ansonsten die zweite ist Strip, die wird dann seitlich reingeswiped und wieder rausgeswiped beim Schließen. Und die dritte ist G-Lightbox, die fliegt und fadet so rein. Genau, die unterscheiden sich nicht groß, die ganzen Lightboxen, aber ja. Ansonsten, bei was kann der Image Sizer überhaupt helfen? Das Ganze habe ich bei den Facts eigentlich schon alles angesprochen. Wenn man alles optimal einstellt, es gibt eigentlich keine Chance mehr für Bilder, die jetzt wirklich ein paar MB groß sind auf dem Webspace, sobald der Image Sizer komplett konfiguriert ist und eingestellt ist. Genau, kommen wir nun zu den Bildern im Web. Also, ja, Bilder im Web spielen ja eine große Rolle, denn sie bringen eine Webseite zum Leben. Und es gibt aber auch wichtige Faktoren, die zu beachten sind, wie zum Beispiel auch, wann sollte man welches Format am besten nutzen. Und ja, ich denke mal, ihr kennt schon einige Formate und es gibt aber so viele. Wir haben jetzt mal die gängigsten rausgesucht, die auch eine große Rolle im Webbereich spielen, wie zum Beispiel das JPEG-Format oder PNG, GIF oder SVG und auch WebP. Ich gehe kurz genauer darauf ein. Und zwar, ja, wann verwende ich welches Format? Wenn ich jetzt beispielsweise ein Real-Life-Foto hochladen möchte, etwas, das beispielsweise keine Transparenzen besitzt und auch ja, mehrfach komprimiert werden kann und auch keinen Qualitätsverlust erleiden möchte, dann entscheide ich mich eben für eine JPEG-Datei. Und für eine PNG-Datei beispielsweise werde ich verwenden, wenn ich eben Transparenzen darstellen möchte. Genau, und bei einem GIF ist es so, dass ich, wenn ich jetzt Animationen machen möchte, dann lade ich eine GIF-Datei hoch. Ja, SVG, vektorbasiert, auch wenn ich Animationen machen möchte und es auch skalierbar sein soll, egal in welcher Endgerätgröße, dass ich keinen Qualitätsverlust habe, lade ich halt eben eine SVG-Datei hoch. Ja, aber was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wer von euch kennt denn eigentlich schon das WebP-Format? Okay, mehr als gedacht. Ja, ich wollte auch noch mal kurz genauer darauf eingehen. Ich hätte jetzt aber nicht damit gerechnet, dass doch schon so viele damit vertraut sind. Ja, das WebP-Format ist einfach ein modernes Bildformat und bietet eine hervorragende verlustfreie und auch verlustbehaftete Komprimierung für Bilder im Webbereich. Das Tolle dabei ist halt, dass unter Beibehaltung der Qualität und bei gleichzeitiger Reduzierung der Bildgröße werden Webseiten halt schneller geladen und verbrauchen weniger Bandbreite ja, und sparen Batteriestrom und insbesondere für Mobilgeräte. Genau, aber wann sollte ich am besten so eine WebP-Datei einsetzen? Ja, ich sag mal am besten bei Seiten, wo viele Bilder existieren. Ja, es könnte nämlich große Auswirkungen haben, auf WebP zu wechseln und wertvolle, ja, ich sag mal Millisekunden an Ladezeiten herauszuholen und besonders auch für die Mobilgeräte. Ja, genau, und dann haben wir noch, wie groß sollten Bilder im Web sein? Ja, da gibt es auf jeden Fall gewisse Richtwerte, an die man sich halten sollte, weil man möchte ja auch nicht, dass die Webseite ewig lädt, wenn ich die besuche. Ja, für den Webbereich ist es typisch, von der Pixelangabe von einer Breite von 1920 Pixeln auszugehen. Genau, und es sei denn, ihr besitzt jetzt einen Bildschirm mit einer 4K-Auflösung, dann bringt es natürlich nichts, dann braucht man ein größeres Format. Ja, und so wenig wie möglich auf jeden Fall auch an Daten. Entschuldigung, ich bin etwas nervös. Auf jeden Fall sollte man darauf achten, dass man, wenn man Bilder hochlädt, dass man schon unter 250 Kilobyte liegt. Ja, okay, genau.
Ja, aber die Suchmaschinenoptimierung spielt auch eine wichtige Rolle bei den Bildern im Web. Und zwar ist es nämlich die Bildbenennung, wie Matze eben gerade schon ein bisschen davon erzählt hat. Ist es nämlich so, dass der Image Sizer die Sums im Bild benennt, ich sage jetzt mal Bild.png, und dann halt eben an der entsprechenden Stelle, wo das Bild angezeigt wird, ich nenne es jetzt mal Platzhalter, in der entsprechenden Größe dann halt eben auch angenommen, es ist jetzt 256 mal 256, dann tut eben dieses Skript das genauso auch da reinschreiben, damit das für die Suchmaschinenoptimierung optimaler ist. Denn es gibt nämlich auch manche Lightbox-Skripte, wo automatisch ein Hash generiert wird, der nicht so toll aussieht und auch nicht gut für die Suchmaschinenoptimierung ist, weil dann haben wir da irgendeinen Wert stehen mit x, y, 1, 2, 3 und das bringt mir auch nichts in der Google-Suche und dann kann ich auch nichts darüber finden. Genau, ja. Und deswegen, ja, ich bin ein bisschen verloren dran. Ja, genau. Ja, und dann gibt es auf jeden Fall noch, also EXIF und IPTC, was es ist. IPTC ist jetzt bei International Press Telecommunications Council. Das bedeutet, dass es ein Datenformat ist für die Abspeicherung von Metadaten. Und EXIF ist die Abkürzung für Exchangeable Image File Format. Und das sind die Metadaten, also die reinen Informationen, genau, die innerhalb von dem Datenformat für die Abspeicherung sind. Ja. Bleiben die erhalten oder nicht? Das ist Punkt, der Ja, wichtig ist bei euch. genau, Ja. der kommt. Genau. Es kann sein, Ja. dass ich durch die Jetzt. Aufregung Ja, bitte ein bisschen nachsichtig sein. Das ist auch mein erstes Mal. Ich zitter auch ganz schön. Naja, das ist gut. Woran wir überhaupt gerade entwickeln, um jetzt hier direkt anzuschließen, wir entwickeln auch daran, dass die Copyright-Daten und alles Mögliche weiterhin erhalten bleiben. Im Joomla Medien Manager gibt es ebenfalls die Option, die Bilder kleiner zu ziehen, also zuzuschneiden zum Beispiel. Hier besteht das Problem, dass die ganzen Daten verloren gehen. Wir persönlich können davon berichten, das ist kein lustiger Rechtsstreit. Sowas hatten wir leider auch schon durchgemacht. Genau. Der Image Sizer soll hier jetzt auch dabei in Zukunft dann helfen, dass diese Daten nicht mehr verloren gehen. Auch ja, sobald das durch ein PHP-Skript fliegt, gehen die Daten halt leider verloren. Da kommen wir zu dem Punkt, dass wir genau. Okay, zu einem anderen Punkt. Sonst noch Fragen? Oder? Nee, Okay, gut. gut. Bilder werden beim Einfügen über den Editor automatisch als FAMP generiert. Bedeutet, lädt man jetzt ein Bild rein, was halt ziemlich hoch ist, kann man in dem Editor nicht mehr viel anfangen, zumindest beim normalen Tiny MCI, weil das Bild halt den kompletten Content wegdrückt. Wir generieren halt dann direkt den FAMP da rein. Also ist dann auch schon gut klein dargestellt, dass der Content dann noch übersichtlich ist. Ansonsten, Bilder in der Joomla-Suche möchten wir auch auflisten. Und die Bildergenerierung für diverse Endgeräte. Das bedeutet, wenn man ein Bild hochlädt, ist ein Bild oben. Der Image Sizer möchte daraus aber drei Bilder machen. Surft man jetzt, beziehungsweise besucht man jetzt eine Webseite mit dem PC, können die Bilder natürlich größer dargestellt werden. Das ist dann weniger ein Problem. Geht es dann aber schon um mobile Daten, möchten wir die natürlich auch anfangen einzusparen, beziehungsweise zu respektieren, dass wir da nicht Riesenbilder rüber schicken. Und auf dem Mobilgerät, genauso wie auf dem Tablet, braucht man nicht so riesige Bilder wie auf dem Desktop. Dementsprechend erstellt der Image Sizer, beziehungsweise daran entwickeln wir zumindest gerade, wird der Image Sizer dann in Zukunft die Bilder triplizieren. Genau, und dann, wie man halt, also mit welchem Gerät man dann halt die Webseite besucht, wird der Image Sizer dann dementsprechend das richtige Bild reinladen. Das heißt, wenn man ein Bild dann in den Editor einfügt, dann generiert ihr ein Source Set mit den verschiedenen Auflösungen. Okay, dann, was wird noch kommen? So, da haben wir das mit dem Copyright.
Das ist jetzt aktuell noch in Planung. Es wird schon ein bisschen angefangen tatsächlich. Aber wir können noch nicht davon reden, dass wir jetzt schon Erfolgserlebnisse damit hatten. Leider gibt es auch noch ja, das normale Geschäft, was wir zu bewältigen haben. Dementsprechend zieht sich das Ganze auch leider gerade. Zum zweiten Punkt, Anzeigen aller Bilder inklusive Copyright-Daten bzw. Hinweisen auf einer Unterseite. Man kann es zum Beispiel im Impressum pflegen. Image Sizer soll die Funktion beinhalten, dass, also ich gehe zu dem anderen Punkt kurz, zu der automatischen Erstellung der Informationsdatenbank. Wir möchten eine Datenbank pflegen, wo alle originalen Informationen eines Bildes drin gespeichert werden, wie beziehungsweise die Größe, das Format, der Pfad, wo es ist, wie auch die Copyright-Daten. Genau, und Anzeigen aller Bilder inklusive Copyright-Hinweisen auf einer Unterseite wäre dann diese Auflistung aus der Datenbank. Dass die Daten, selbst wenn sie verloren gehen, wieder eingefügt werden vom Image Sizer, bedeutet, dass da kein Verlust mehr von denen. Ich habe mich bewusst, das jetzt nicht so wahnsinnig gut aus, aber ich glaube, da gibt es einen Medienmanager, wo du auch einen Alt-Text hinterlegen kannst für jeden Bild. Wäre das für euch auch möglich? Das heißt, wenn ich an einer Stelle den Alt-Text einfüge und ich würde das Bild an mehreren Stellen verwenden, wird automatisch immer dieser eine Alt-Text genommen werden, den ich da eingegeben habe. Oder ich könnte ihn halt entsprechend anpassen, wenn ich das an der Stelle anders haben will. Aber es gibt im Medienmanager sind eben genau diese Daten alle gespeichert und zusätzlich halt noch eben zum Beispiel der Alt-Text. Der Alttext ist jetzt dafür gedacht, wenn das Bild halt nicht geladen werden kann, bedeutet, da sind die Copyright-Daten nicht drin. Nein, es geht nicht um die Ach Copyright-Daten, so, aber es okay. geht um Oh, sorry. den Alt-Text, ja, genau. Aber ja, Ja. den kann man auch einfügen. Ja. Ansonsten. Das war's dann von der Folie. So. Zum Schlusswort wollten wir jetzt noch einmal in die Runde fragen, ob noch irgendwelche Fragen spezifisch dem Image Sizer bestehen. Erstmal. Kann man auch sagen, er soll die Bilder auf eine gewisse Größe beschränken? Also man kann Höhe, Breite zum Beispiel Aber angeben. das muss man direkt angeben oder kann ich solche Presets sozusagen machen? Also jetzt auf Glück vielleicht, ich habe Kunden, der nimmt das Handy, macht ein Foto und will das hochladen, dann sind die natürlich riesig. Richtig. Ja, ihr skaliert es, aber kann ich dann auch sagen, okay, ich möchte, dass an dieser Stelle die Bilder immer so und so groß sein sollen, also erstelle ich ihm eine Art Preset. Und er weiß, okay, das Bild soll dahin, also drücke ich auf den Knopf oder wie auch immer, und dann wird es automatisch richtig zugeschnitten. Also das kann Das man geht. eben, ja genau, Wunderbar. das kann man in den Plugin-Einstellungen angeben, was die Maximalgröße von der Datei sein soll. Alternativ kann man ja die Tiny-PNG-Schnittstelle noch dazu schalten. Bedeutet, er skaliert das Bild erstmal zum Beispiel jetzt auf eine Maximalbreite von 1920 Pixel runter. Und danach kann man es noch durch Tiny-PNG jagen, um nochmal das Bild weiter runter komprimieren zu können. Aber ja, das geht. Genau, ja. Ich muss noch kurz fragen, ist das jetzt ein Plugin oder ist das Oh. in Core oder ist, weil ich nicht ganz klar. Die Information hat gefehlt. Ja. Das Wichtigste. Das ist ein Plugin. Wie das heißt, wie? Einfach umschreiben oder? Genau, Image Sizer. Kannte denn irgendjemand? Irgendjemand? Gar niemand? Merkwürdig. Merkwürdig. Alles Neuland für die Leute. ja. Und wann plant ihr das heraus? Oder ist es schon? Es gibt eine Dev-Version, die kann man, wenn man uns zumindest schreibt, auch erhalten. Zum Download gibt es die noch nicht. Wann die erste Version so wirklich rauskommt, können wir nicht so fest sagen. Wir planen damit, dass die erste Version Ende des Jahres, Pi mal Daumen, kommt. Ja. Also, es ist eine Erweiterung mit Plugin vom normalen Joomla Media Manager und nicht ein eigener Manager, so wie zum Beispiel beim JCE File Browser, der ist ja ein eigener File Browser dann. Nee, nee. Okay. Also er wird auch im Media Manager dann eingreifen, also das Okay. Plugin. Einmal konfigurieren, dann muss man es nicht mehr so groß anpassen. Was mache ich denn mit den Bildern, die schon da sind? Also, ich habe noch ein paar Dinge vergessen, zum Beispiel WebP, ich habe das ein bisschen außen vor gelassen. Ich weiß nicht, arbeitet jemand mit WebP? Ja. Großteils alle Bilder? Ja. Und wie wäre eine Funktion, wenn du ein JPEG hochlädst, dann macht ein WebP draus? Das kann der nicht sagen. Das war eine wichtige Information. Das Also, haben Sie aber gesagt. Haben Sie gesagt, dann habe ich nicht zugehört. Dann nehme ich es zurück. Dann nehme ich es zurück.
Also automatisch, wenn du jetzt schon Bilder oben hast, dann fügst du ein. Wir haben als Anfrage halt, so, ja, ich habe es installiert, aber geht nicht. Ja, das ist so, du fügst dann, man kennt man ja, ich füge ein Bild ein und dann skaliert er das kleiner und dann hast du trotzdem ja die Größe 1024 auf was weiß ich was. Ja. Und der Image, der beim Rendern, beim Frontend prüft er das und wenn der feststellt, es ist kleiner, dann generiert er praktisch dieses BAM. Das heißt, wenn du das nachträglich machst, auch sagen. Okay, also der greift ins Rendern der Seite ein. Ja. Okay. Sieht das. Und dann würde dann auch die Dateien erzeugen, also die Webpizza. Das macht er schon beim Upload. Ja. Ja, aber das, wenn, ja, wenn die schon da sind. Wenn die schon da sind. Dann macht das und brauchst du es ja nicht, wenn es ja schon da ist. Nein, aber wenn das JPEG da ist, mit bestehenden kann ich die umwandeln lassen. Der macht dann die Lightbox. Also wenn du das aufdrückst und das Band und die Lightbox, die macht er dann als JPEG. Also er setzt ihn nicht, weil der könnte eins generieren, aber er setzt ja nicht, weil nachher bist du es vielleicht auch nicht. Das muss dann selber, das kann man einstellen. Thema? Ja? Wo alle Bilder auf einer Unterseite dargestellt werden mit dem Copyright-Hinweis und so weiter, sind das alle Bilder im System oder? Das, ja. Quasi also alle Bilder, wo wir Bilder haben. Oder so. Genau. Das ist eine coole Funktion. Aber dann müsst ihr das ja parsen. Also das passt doch nicht zusammen. Also vom Workflow her. Also wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr auch die bestehenden Dateien parsen. Das passiert alles im Hintergrund. Also das sind die Ausgänge, du lädst jetzt hoch und dann parst er gleich alle. Wie wir machen, das ist Zauberei. Du glaubst noch nicht, ne? Das tut Zauber ganz, glaube ich, ja. Das ist schon mal gut, das ist ein Ansatz. Ich hätte gleich noch einen Feature-Request. Mhm. Nicht verwendete Bilder, also Bilder, die nicht irgendwo eingebunden sind, die anzuzeigen. Weil so in älteren Joomla-Installationen, die man so über Jahre mitzieht, hat man dann plötzlich mal 200 Bilder, die zwar auf dem Server liegen, aber die in keinem Inhalt mehr drin sind. Mhm. Wäre mal ein Ansatz. Ja. War also schon ein Ansatz, wird aber nicht einfach, weil man natürlich rausfinden müsste, wo man sie überall eingebaut hat. Das wäre das Magic, was wir haben. Es gibt eine Erweiterung, die das macht. Aber ich würde mich da nicht drüber trauen, weil ob die wirklich dann nicht was findet, was du noch irgendwo brauchst. War schon mal abgemalt worden? Den Bilder? Das ist jetzt noch nicht. Aber das mit dem Copyright vermerkt, wisst ihr? Also, das Hauptproblem ist ja immer, du hast die Copyright vermerkt drin, du lädst so oder schneidest zu in dem PHP-Skript oder auch im Zoom auf dir sehr schwingen, kannst du dazu schneiden und so, da gehen die Daten verloren und das ist halt schwierig. Alles ist auch die Liste. Alles Webpage-Format hat kein Copyright. Also, und dieses Programm hat du auch die Copyright als Metadaten. Im Webpage. Okay. Aber was ist denn da angeschrieben? Also, es gibt so gewisse, ich will das nicht benennen können, die verkaufen die Bilder auf Weißer. Und dann kommen sie auf die Idee zu sagen: Ja, gut, du hast das zwar alles schön eingebunden auf deiner Webseite mit Urhebervermerk und allem drum und dran, aber jetzt wird das Bild bei Google gefunden und dieser Meta-Eintrag fehlt. Das heißt, du hast das Bild auf deiner Webseite, hast zwar alles schön kennzeichnet. Jetzt sagt er, ja, aber das wird jetzt über die Google-Suche gefunden und da ist es, das weiß niemand mehr, dass das Bild von mir ist, weil die vermerkt fehlt. Und dann sagt er, du hast es vorsätzlich rausgemacht. Und das ist so, das ist schwierig. Ja. Da gab es auch schon Fälle, die haben verloren und die mussten dann wirklich da. Ich dachte, man erwerbt das Nutzerrecht oder das Lizenznutzerrecht und man muss es in die Pressung aufbauen. Ja, also wenn das Bild unabhängig von deiner Seite in Google angezeigt wird, dann kriege ich eben diese Information dazu, deswegen ist die in den Metadaten gespeichert. Ja. Und wenn die dann weg ist, dann. Das passiert normalerweise, wenn du es zuschneidest und so, dann ist das neu. Wenn das ein PHP tut, dann ist ja. Dann eine Konvertierung auch. Das sagen lassen. Aber ich hatte die Thematik auch mal, wenn YouTube zum Beispiel früher diese Informationen aus dem Upload entfernt hat. Und wir hatten dann Kontakt mit YouTube und die haben das dann eingebaut damals. Die generieren ja auch verschiedene Bildgrößen. Und die holen sich die Metadaten raus, bearbeiten das Bild und sprechen sie dann ein. Also ja. Hier wäre man auch so. Natürlich ein paar Problematiken, wenn du natürlich ein Bild zum
JPEG willst und GIF irgendwas, dann hast du ein Problem, dass es dann auch nicht ist. Ja. Alles klar. Dann. Das Ganze wurde hier gesponsert von Leo, unser Head of Development und Motivation. Ein bisschen noch Schleichwerbung machen. Unser Leo auf Instagram. Einmal abonnieren. Da unser Autor bzw. Creative Director unbedingt wollte, dass irgendwas mit Hunden und Würstchen in die Präsentation kommt, ist mir nichts eingefallen. Das wollte jetzt raus. Aber es ist vorhanden. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören, genauso wie die ganzen Fragen und Anregungen. Und ich hoffe, wir haben euch nicht zum Schlafen gebracht, aber ihr seht noch wach aus.